dass du mit Freunden immer noch Karriere machen kannst und im Finanzbereich gerade bei der DVOG extrem super große Chancen hast, Karriere zu machen. Also was den Fokus angeht, ist, glaube ich, das Einfachste, auch das, was ich im Vortrag erzählt hatte, sich wirklich auf das zu konzentrieren, was du halt selbst beeinflussen kannst. Einen riesengroßen, weil wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier eine Möglichkeit haben, den Menschen zu zeigen, wie stark das Unternehmen hinter uns steht, was für Möglichkeiten es hat. Wir führen hier uns auch gegenseitig zueinander. Das ist auch sehr wichtig fürs Team, ja, fürs Teambuilding und auch für neue Menschen Inspiration zu sehen. Weil mit dem Fabian Hambüschen hatten wir jetzt gerade einen Speaker, einen Coach, der da, wo wir sagen müssen, es ist inspirierend. Und ich glaube, dass da jeder Fokus und Ehrgeiz haben sollte, zu sagen, ist das mein Weg, dann wir. Ich bin der Meinung, dass du nur mit engen Freunden, die loyal sind und wenn man zusammenhält, was Großes schaffen kann. Ja. Weil ja oft in der Gesellschaft ja auch erzählt wird, ja, mach keine Geschäfte mit Freunden. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, für mich Bullshit. Für mich auch. Ja, also da sprechen wir eine Sprache. Ich glaube, man muss halt die gleichen Ziele verfolgen, ja, das gleiche Mindset auch entwickeln. Ja, dass man im Umfeld einfach mit den ähnlichen Leuten einfach spricht und diese Ziele verfolgt. Und wie du es schon angesprochen hast, ich glaube, das ist in der Gesellschaft weit verbreitet, aber man kann, ne, sie uns oder auch du mit Sebastian, man kann einfach mit engen Freunden was aufbauen. Und wenn da die Loyalität stimmt und einfach alle an einem Strang ziehen und Bock haben, was ganz groß aufzubauen, dann gehören auch mal Reibereien dazu. Man hat Diskussionen, aber auf hohem Niveau. Und das gilt einfach nur immer dem Ziel, einfach da den nächsten Step zu gehen. Und ja, also das unterstreiche ich auf jeden Fall. Ne?